Hallo, ja, ich komme gerade zurück vom Einkaufen und ich zeige euch mal eben schnell, was ich eingekauft habe. Ich habe jetzt nebenbei nochmal die Spüle laufen lassen, Spülmaschine laufen lassen, weil die irgendwie nicht sauber gegangen ist. Deswegen habe ich noch einen Tab dazu gegeben und mal schauen. Ich habe nämlich jetzt für ein Video ein bisschen was eingekauft, denn ich möchte ja wieder ein Taste-Video machen. Und passend dazu gibt es ja diese amerikanischen und italienischen neuen Süßigkeiten. Und ich habe die gefunden, diese Ferrero Moments. Die Kinder-Schokobons hatte ich zwar auch gefunden, aber 8 Euro für 12 Stück war mir noch ein bisschen zu teuer. Der war jetzt zwar auch nicht so krass günstig, aber naja. Dann habe ich noch diese Kinder-Kinderini gefunden. Die werden wir auch noch probieren. 250 Gramm, 20 Stück. Wie viel? 6 Euro auch. Eigentlich ganz okay für italienische Verhältnisse. Dann war ich noch beim Bäcker und habe ein bisschen was geholt fürs Mittagessen, weil ich habe keine Lust zu kochen. Dann gab es bei Lidl für 99 Cent Thunfisch. Habe ich mal mitgenommen. Kann man eigentlich immer gebrauchen. Ist ja eh in der Dose und länger haltbar. Bis. Doch gar nicht so lange. Oder? Hier steht auf jeden Fall 0924. Also es ist doch Altware. Was weg musste. Naja. Dann habe ich noch einen Durstlöscher geholt. Eigentlich wollte ich den unterwegs trinken. Jetzt weiß ich auch, was ich noch im Auto vergessen habe. Meine Vanillemilch. Dann einmal für meine Haare, denn ich vertrage irgendwie dieses von Aldi nicht, dieses Shampoo. Deswegen habe ich das mal mitgenommen. Ist auch Peter approved. Ja, mal schauen, wie das dann ist. Ich hatte ja schon mal einen Peter, ne, Ghoul. Shampoo. Und dann habe ich noch einmal Curry Ketchup mitgenommen. Ich habe nämlich jetzt keinen Ketchup mehr. Der ist mir schon fast weg. Ich kaufe auch übrigens nicht mehr von Heinz, weil da wohl so Pilze mäßig da so drin sind, also so schädliche Stoffe mäßig. Da habe ich dann keine Lust mehr drauf. Dann habe ich noch geholt gehabt den Capri Sun Syrup. Liebe ich natürlich auch. Einfach auch für den Sommer, für einen kleinen Schuss für Wasser, damit das ein bisschen nach Wasser schmeckt. Dann schon mit Eiswürfeln. Stelle ich mir richtig geil vor im Sommer. Ich habe hier noch eins, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die gehen wohl irgendwie aus dem Programm raus. Ich habe das jetzt von Rossmann. Normalerweise war ich jetzt so bei so einem türkischen Laden, die hatten die auch, aber die sind auch nicht mehr da. Ja, deswegen habe ich die bei Rossmann gekauft. Gab es auch 10% drauf und bei Rossmann habe ich dann noch so einmal Handschuhe geholt, weil wir keine mehr hatten. Und 100 Stück latexfrei. Ich hoffe, die Größe stimmt. Wenn nicht, dann ist es halt so. Für den Rossmann-Einkauf habe ich bezahlt mit ja, Ghoul, Capri-Sonne, Kirsch und einmal Handschuh 11,19 Euro, 1,24 Euro habe ich dann gespart. Und mit dem türkischen Laden habe ich insgesamt 15,46 € gezahlt. 6 Euro für die Rocher und genau 1,99 € für dieses Kinder-Creamy. Kennen ja auch einige, aber holt euch einfach ein Kinderjoy, ist genauso geil. Und diese Kinderlinien, die kosten auch 6 Euro. Und die Vanillemilch 1,50 €, die auch eigentlich nur nach Wasser schmeckt. Ja, so ist das. Ich werde jetzt noch, glaube ich, ein bisschen am PC gehen. Ich habe heute frei. Morgen muss ich arbeiten. Und den Rest der Woche habe ich eigentlich rein theoretisch auch frei. Aber mal schauen. Es gibt ja eigentlich immer wieder Ausfälle. Zumindest gab es jetzt die Woche wieder einen Ausfall. Mal schauen. Vielleicht arbeiten oder nicht. Man wird sehen, ich habe auf jeden Fall noch was vor diese Woche. Ich wollte noch zu meiner Schwester und ich wollte noch zu Thomas Phillips, glaube ich, einmal schauen. Und Dschungelcamp fängt ja auch diese Woche an. Also in dieser Januarwoche am 19., also am Freitag. Hallo und willkommen zurück, ja, zum Aufgebraucht-Video und neu gekauft. Ja, ich habe die Vaseline gekauft, weil ich trockene Stellen habe. Unter anderem, man sieht es ja hier und hier. Und ich bin mal gespannt, wie die ist. Ja, dann aufgebraucht habe ich die No Cosmetics All-in Barrier Cream. Ich habe jetzt noch eine neue noch da und danach mal schauen, ob ich mir die Feuchtigkeitscreme mal hole. Mal schauen.
Ja, dann aufgebraucht habe ich den Pink Stuff, einfach den, was war das? Allzweckreiniger, Allzweckreiniger. Finde ich mega schlecht. Ich würde es mir nicht nochmal holen, in Flüssig zumindest nicht. Ja, dann aufgebraucht habe ich diese Capri-Sonnen-Sirup. Ich liebe den. Gerade jetzt auch für den Sommer. Dann für Cocktails und so weiter und für Eiswürfel. Kann ich nur empfehlen. Kriegt man sehr viel auch raus. Ja, dann habe ich noch schöne Pflanzen eingepflanzt. Mein Reminder an euch, falls ihr einen Garten oder Balkon habt, holt euch ein paar Zwiebeln, gerade bei Aldi auch reduziert, oder Saaten. Seht die ein und schon habt ihr mega schöne Blumen und könnt was für die Umwelt tun. Ja, aufgebraucht habe ich dann auch noch Shiggy-mäßig. Hol ich mir auch nicht, aber ich habe davon eine krasse Hautirritation bekommen. Ja, und ich brauche eigentlich keine neue holen, weil ich habe die ja schon hier. Mega. Dann habe ich noch aufgebraucht von More Nutrition den Sirup, der ja so gehypt war. Würde ich nicht nochmal kaufen. Keine Empfehlung. Ekelhaft. Dann, was habe ich denn noch aufgebraucht? Ach ja, auch hier die Handsan habe ich aufgebraucht, würde ich auch nicht mehr holen. Habe ich auch irgendwie auch eine Hautirritation bekommen. Ich weiß nicht wieso, auch wenn die pH neutral ist, auch mit Shea Butter. Nein. No, no, no. Ein richtiges No. Ja, dann habe ich auch diese Green Action Küchentabs einfach aufgebraucht. Einfach in Wasser auflösen und schon habt ihr, ja. Da schon euer Allzweckreiniger. Und eigentlich wollte ich das Video mit meinem schönen Mikrofon machen, aber ich habe es vergessen. Ja, aufgebraucht habe ich auch ein Antitranspirant von Balea Man. Ich werde mir jetzt auch auf jeden Fall wiederholen. Es ist sehr, sehr gut. Schützt auch sehr gut. Ohne Alkohol, ohne Ethanol. Ich glaube, da ist aber Aluminiumsalze drin, ich weiß es nicht. Ja, Aluminium ist da drin. Supi, lieben wir doch. Ist super schädigend, aber es hält halt, was es verspricht. Ja, dann aufgebraucht habe ich noch ein Mut, das von Jonas Ems. Jonas Ems, falls du das siehst, oder DM, ihr müsst das wieder bringen. Ey, das roch so gut und so lange. Oh, I can't. Dann habe ich eigentlich nichts weiter aufgebraucht, oder? Do we have some? No. Nee. 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 Hier ist übrigens der Cleaner. Der Peeling Cleaner. Sollte ich eigentlich mal ausprobieren. Ich denke mal, ich werde jetzt auch bald bei TikTok, also ich werde so TikTok-virale Sachen mal machen und so routinemäßig. Mal gucken, so Skincare. Aber ich habe noch was bei Action gekauft. Lieben wir. Und zwar ganz schnell die Rice Bars. Mega lecker, einfach mal so für unterwegs zum Snacken. Und dann, weil ich das ausprobieren wollte und auch weil das voll gehypt wurde, Blue Wonder in den Kalkreiniger für Dusche, Toilette und so weiter. 1,99, mega günstig. Dann für 1,29 oder 1,59 die Spülmaschinenreiniger in Flüssig, damit der nicht so stinkt und mal gereinigt wird. Dann 10x240 Liter Mülltüten für den Umzug oder whatever. Für die Zukunft einfach mal welche geholt. Für 1,55 fand ich mega günstig. Und eine Bürste für die Dusche zum Schrubben. Nimm einmal was hat für 34 Cent. Ja, das war mein neu gekaufte Sachen. Und ich hoffe, euch hat das alles gefallen. Falls ja, sehen wir uns dann gleich nochmal wieder. Und vielleicht verbrauche ich noch irgendwas anderes auf. Dann sehen wir uns gleich.